Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zur dritten Folge meiner Reihe Leicht zu haben. Dem Format, in dem ich euch einen günstigen Ausrüstungsgegenstand vorstelle, den ich sonst nirgendwo günstiger gesehen habe. Heute geht es um eine kleine SOS-Notfallbox. Viel Spaß mit dem Video. Für alle, die das erste Mal einschalten, noch einmal ganz kurz die Regeln. Ich suche einen Ausrüstungsgegenstand heraus, zum Beispiel auf Amazon oder sonst irgendwo, den ich möglichst günstig haben möchte. In diesem Fall zum Beispiel eine SOS, kleine Survival-Notfallbox in dem Sinne. Ja, es müssen mindestens 4-Sterne-Bewertungen sein, also es darf kein Ramsch-Produkt oder sonst ähnliches sein. Diese kleine Notfallbox kostet ungefähr 6 Euro und enthält ganz viele kleine Gegenstände, die wir uns gleich noch in der Nahansicht angucken werden. Die Versprechen des Herstellers sind natürlich riesig. Ich bin natürlich etwas skeptisch, wir kennen ja solche kleinen Dinge. Aber ich erhoffe mir mindestens eine kleine unterhaltsame Box, die man vielleicht für einen günstigen Preis jemanden verschenken kann zu Weihnachten oder sonst irgendetwas in der Richtung. Jemanden, der ein bisschen Outdoor begeistert ist. Ja, da gucken wir uns die Box doch mal in der Nahansicht an. Das günstigste Survival-Notfall-Kit, das man auf Amazon bekommen kann, kommt hier in so einer kleinen Pappverpackung, braucht keine Sau. Und dann haben wir hier so ein richtig schönes rotes Döschen mit groß SOS drauf. Oder so. Ich bin gerade verwirrt, wenn ich so in die Kamera gucke. Sieht das aus wie 202. Ah, so eine kleine Blechbüchse. Ah, hält in Ordnung, ja, klipst ein bisschen ein, ist jetzt aber nicht wasserdicht oder sowas. Ja. Also wer auf der Suche ist nach einer wasserdichten Survival-Kit-Verpackung, der ist hier falsch. Aber gut, gucken wir mal weiter. Dann, was springt uns als erstes hier entgegen? Haben wir ein Pamphlet, möchte ich sagen. In einer asiatischen Sprache hauptsächlich. Ja, hinten drauf ist auf Englisch. Gucken wir uns mal Englisch an. Ich kann besser Englisch als... ne? Und dann gucken wir mal hier, was haben wir hier alles so. Die Multitool-Karte gezeigt, mit der man verschiedene Sachen machen kann. Ja, wie man die Säge benutzen kann, die anscheinend dabei ist. Uah, fällt mir glatt das Ding hier runter. Dann, wie man einen Kompass liest. Dann hier anscheinend Feuerstahl ist dabei. Hier haben wir anscheinend so ein kleines Multitool mit drin. Müssen wir mal gucken, was wir damit alles machen können. Kleine Anleitung, wie man Feuerstahl benutzt. Da ist anscheinend ein kleines Multitool drin, wie man Kompass benutzt. Eine Whistle und da unten die Säge. Gucken wir mal, wie man das da alles benutzen kann und ob das wirklich funktioniert. Anleitung erstmal zusammenklappen. Vielleicht braucht man das ja noch. Oh, ist ganz praktisch so zusammengefaltet, finde ich ganz gut. Ja, finde ich schön. Ist eine gute Überlegung. So, was haben wir hier? Eine sehr, sehr kleine Handkettensäge, so wie es aussieht. Ja, mal rausholen. Was haben wir denn hier? Okay. Während ich so drüber streiche, also ja. Ich merke jetzt keinen großen Widerstand. Man damit Holz schneiden kann, werden wir herausfinden. Fühlt sich eher billig an, muss ich sagen. Aber vielleicht überrascht es einen, ja? Ja. Man weiß ja nie. So, legen wir beiseite. Was haben wir dann hier? Hier haben wir, glaube ich, ein Storage. Genau. Hier kann man in das kleine Ding, das ist so eine kleine Pfeife anscheinend auch noch. Kann man hier hinten was reintun. Keine Ahnung was, vielleicht Medikamente oder so und wasserdicht verschließen. Ja, hier ein kleiner Ring dran. Pfeife, ich versuch's mal. Ja, funktioniert. Also die Pfeife funktioniert schon mal super, kann man sagen. Interessant. Mit kleinem Storage. Ja, mal gucken. Vielleicht ja für wen interessant. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Kompass. Muss mal ein bisschen schütteln, um ihn zu verwirren. Aber es müsste ungefähr da, so in die Richtung müsste Westen sein. Ja, so ungefähr. Also ich bin da jetzt nicht, ne, perfekt, aber immer denselben Ort an. Er sagt, dass da Osten ist. Also vielleicht irre ich mich ja auch. Gucken wir später mal nach. So, was haben wir hier noch? Ein kleines Multitool. Nochmal extra mit Plastik umwickelt. Interessant. Hier haben wir eine kleine Taschenlampe dran. Man die. Ah, das ist schon mal witzig. Also das Ding fühlt sich auf jeden Fall sehr
massiv und kräftig an und es hat eine kleine Taschenlampe dran. Damit kann man mich ja immer kriegen irgendwie. Ja, so einen kleinen Ring hier. Die Taschenlampe wirkt auch, ja, die wirkt wasserdicht, muss ich sagen. Ja, also direkt ins Auge ist nicht so schön. Ja, aber nicht so, als wenn man das austauschen könnte, die Batterie. Aber bei solchen Drehdingern kann man ja meistens gucken. Oh, was haben wir denn da drin? Oh, wir haben drei ineinander gepackte Batterien. Was haben wir da? AG3. Okay. Ich tue die Richtung rum wieder rein. So. Okay, also kann man das aufwechseln. Gar nicht schlecht. Ah, leuchtet auch wieder. Wunderbar. Okay, dann klappen wir mal auf. Okay, das Aufklappen fühlt sich komisch an. Es klickt nicht so richtig, also es rastet nicht so richtig ein. Sondern es ist mehr so, jetzt ist Schluss. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt keinen Klackverschluss, der das oben hält, sondern da ist einfach zu Ende. Aber ich denke, aus der Natur der Sache heraus braucht man so einen kleinen Klackverschluss ja auch nicht. So, gucken wir mal, wie fühlt sich das an so. Ah, ist relativ stabil, aber jetzt nicht übermäßig stabil. Dann haben wir hier Werkzeuge. Einen sehr, sehr kleinen Kreuzschraubenzieher, eine Säge, die, ja, könnte man sich sparen. Ein Schlitzschraubenzieher mit Flaschenöffner, kann man immer gebrauchen. Und ein Messer, beziehungsweise sowas ähnliches wie ein Messer. Ah, okay, sehr gratig, also sehr scharf und sehr gratig gleichzeitig. Also damit kann man schon was schneiden, man muss aber ein bisschen aufpassen. Ist kein smoothes Erlebnis wahrscheinlich. So, was haben wir noch? Feuerstahl kommen wir gleich zu. Hier ist noch so eine Art Lederding. Ah, da ist anscheinend dieses Multi-Use-Card drin. Ah, okay, interessant. Damit soll man ja angeblich sehr, sehr viel machen können. Das werden wir uns später mal angucken, was davon stimmt. Was mir gefällt ist, ah, okay, Stainless Steel. Na, weißt du, und dann hier hinten wieder auf Asiatisch drauf. Aber so ist das, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gefällt mir das hier so mit dem kleinen Etui. Das finde ich eigentlich ganz geil. Müssen wir später mal gucken, ob man das Ding irgendwann in einer Weise benutzen kann. Ah, der Feuerstahl ist auf jeden Fall nicht sehr viel. Ist halt ein kleiner Plastiknupsi, so mit Schaber hier dabei. Gucken wir mal, ob wir damit was hinbekommen. Erstmal abschaben. Ja, ich habe Funken gesehen. Aber hier, das ist viel zu nah dran. Damit kriegt man ja gar nichts vernünftig hin. Was ist denn das? Wir wollen doch ein bisschen Entfernung haben. Okay, ja. Ja, funktioniert. Okay. Nicht sehr viele Funken, aber so ein bisschen. Und ich denke, mit ein bisschen Training kriegt man auch damit hin. Man muss halt hier mal gucken, ob das dann ein bisschen erweiterbar ist oder so. Was mir auffällt, ist, dass kein Zündmaterial direkt drin ist. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich überrascht, weil ich hätte es schlechter erwartet, als es bis jetzt sich anfühlt. Oh Mann, also Freunde, wie ich mir bereits gedacht habe, die Handdrahtsäge, die kann man vergessen. Sie tut zwar grundlegend, was sie eigentlich tun soll, aber die bleibt ständig stecken und ihr habt es ja gesehen. Mit dem Ding möchte ich auf keinen Fall darauf angewiesen sein, sägen zu müssen. Das ist ja die reine Qual. Dann nehme ich ja lieber mein Victorinox Lab-Sägenmesser Ranger Wood damit. Eieiei.
Ja, ich hoffe, die dritte Folge von meinem Format leicht zu haben, hat euch gefallen. Die kleine SOS Survival-Notfallbox in dem Sinne finde ich ganz witzig. Es ist eine höhere Qualität, als ich erwartet habe, aber natürlich jetzt nichts, wo man sagen könnte, ja, damit kann ich auf jeden Fall überleben. Aber zumindest ein kleines Geschenk und es gibt ein paar ganz nette Kleinigkeiten auf jeden Fall da drin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Folge mehr von Leicht zu haben. Und wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin, tschüss, tschüss.